So, herzlich willkommen zurück bei meinem Let's Play Mini Minions Teil 3. Genau, machen wir mal weiter. So, das hat den gesehen. Ich sollte mal doch die Audio-Sachen hier runterstellen, sonst hört man mich nicht. Wobei das auch nicht mehr das Schlechteste ist. Wollen wir doch mal ehrlich sein. So. Oh, da links. Komm, machen wir es ganz stylisch kaputt. Und nur zwei. Oh yeah. So. Ich glaube, dass... Ich habe mir den ersten Teil letztens... als Let's Play angeguckt und ich meine, hier müsste das Ende vom ersten Teil sein. So. Ja, nächstes Level. Geh es im Rennen auf. Das war schon mal sehr aussagekräftig. Ach, man kann ja Tränke machen. Okay. Jinokume! Jinokume! Was kann ich jetzt überhaupt da? Sehen Sie das? Noch schöner wär's mit Untertiteln. Ich darf nur Scherze machen. Naja. Werden wir erstmal als ehrenvoller Retter hier zuerst hinkommen und bösen. Junger Ninja, das Dorf wird angegriffen. Glücklicherweise sind diese Samurai am anderen Flussufer nicht sonderlich schlau. Sie haben die Brücke niedergebrannt, bevor sie sie überqueren konnten. Jetzt sitzen sie auf der anderen Seite in der Falle. Naja, oder auf der sicheren Seite. Ihr solltet sie ausschalten, Ninjas, bevor sie über den Fluss setzen. Ich bringe einstweilen die Dorfbewohner in Sicherheit. Mit anderen Worten, kill die Samurai. Einfach umstellen. Da. So, ich will nämlich dieses hier nicht mehr in meiner Liste hier haben. So, wie geht das? Ah, es geht natürlich nicht. Warum auch? Also, okay. Wir suchen jetzt die bösen Ninja. Da sind sie. Ui, oh cool. Eine werden die Dinge. Kämpft doch mal hier. So, jetzt ist er. Komm, wir sind keine Freunde, oder? Kann ich eigentlich noch ein bisschen oberkühlen? Ich hab's ja nicht ab. So. Also alles in allem muss ich wirklich sagen, es macht Spaß. Ist ja noch recht einfach, obwohl ich die Schwierigkeit hochgestellt habe. Du hast die Aufgabe des Tengu-Meisters gemeistert. So, rede mit ihm und deine Belohnung einzufordern. Ah, ich krieg eine Belohnung. Was das wohl Schönes sein kann. Befrei mal diese Viecher. Ihr seid frei. So. Nur mit ihnen hier vorne oder
Doppelrolle. So. Das waren keine gewöhnlichen Samurai. Irgendein fauler Zauber hat unschuldige Tiere in dunkle Schergen verwandelt. Ja. Ich muss zurück zum Ninja-Gebirge und deinem Meister alles erzählen. Folge der Straße. Ja. Deine Mission ist dringend. Okay. Ich habe einen Wurfstern bekommen. Wow. Und ein Knoten. So. Okay, das ist jetzt schlecht. Ich habe mich die Uhr wieder nicht gestellt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht so lange mache. Aber das wird schon alles. Okay, die Frames gehen gerade ganz schön runter, muss ich sagen. Doch, meine Freunde. So, ich gucke das wieder. Oh. Was? Ich bin tot? Fick die Henne. Hey, hol ich mich erstmal leben, da war so ein Baum. Ah, ich entschuldige mich nochmal. Mit so vielen Gehen und so ein Zeug. Ach, ich so. Oh, 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 was ist das denn? Aber ich muss sagen, letzte Nacht ist dann doch ganz schön kurz geworden. So, jetzt habe ich die auf. Vielleicht die ersten. Jo, coole Sache. Ein Medipack. Und cool. Eine Tigerlinie. Ich werde diesen Tag wohl jetzt heute noch fertig machen. In einem Stück. Und danach mal gucken. So, gleich kommen meine Freunde hier, die grünen Samurai. Okay, keine Bogenschützen. War da nicht eben noch Bogenschützen bei? Diesen da hinten. Ich wieder mal in der Taste. Na und nochmal. Jo, komm schon. Große Tiere wie Bären und Wildschweine können Gegner attackieren. Okay, wird den Ziel vom Zauber um einen Bären zu besiegen. Ja, hier ist einer. Oh, das ist nicht so schön.
tun. Bin ich unter die Maschine. Guck mal. Kawarimi no Jutsu. Ich bleibe noch mal auf dem Zweifel. Rauchbombe, cool. Oh, hier. Rauchsterne. Wie heißen die nochmal? Ich wusste das mal. Katana. Ne, Katana war das Schwert. Kunai waren, glaube ich. Diese anderen Dinger. Ja, schon klar. So. Nein, ich will rausfinden, ob hier irgendwo. Ich muss sofort, wenn deiner. Da keiner ist. Warum auch? Und auf jeden Fall. Level auf, also kann man Sachen verbessern an sich. Ist die Frage, welche Taste? Ja. So. Eine Hose? Nee. Oh, dann wird schon gelesen. Yashiro Shirabe no Jutsu. Piraten und da muss ich auch lang. Jetzt komm, hör doch auf, ich habe mich doch versteckt. Okay. Frontal hier, ihr könnt nicht alle mal. Pfeilschildtrank, hier oben war noch immer noch welche. Genau. Suche in der Mitte. Ja, okay. Ah, okay, ich kann nicht sprechen, wenn die in der Nähe sind. Bin ich gut oder bin ich gut, ey? So. Damit beende ich auch diesen Part. Ich glaube, das war Part 3, ne? Ja, das kommt davon, wenn man alle nacheinander aufnimmt und irgendwie nicht mitzählt. So, wie gesagt. Wie ich schon in den anderen Teilen gesagt habe, wenn euch was gefallen hat, schreibt es unten rein. Aber natürlich auch, wenn es euch nicht gefallen hat. Und was euch nicht gefallen hat. Denn wenn ihr es mir nicht sagt, kann ich es nicht verbessern. Dann wünsche ich euch noch viel Glück und abonniert mich, falls ihr das weiter gucken wollt. Wenn nicht, auch. Und ansonsten viel Spaß.